So, da sind wir auch schon wieder zurück und wir fangen natürlich an direkt mit den ersten Aufgaben. Als erstes müssen wir machen, entdecke benannte Orte. Einen habe ich schon gefunden, weil als die neue Season quasi angefangen hat, wurde mir direkt ins Game reingeschickt, deshalb steht da halt schon eine 1. Wir machen das halt als erstes. Und auch wie man sieht, man kriegt deutlich mehr XP, liegt aber daran, dass auch das Level-System geändert wurde. Also wundert euch nicht, das geht da nicht direkt von Level 1 auf Level 5 wegen den 14.000 DP. So wäre es nämlich vorher gewesen. Ich sehe gerade, was steht eigentlich hier unten mit Kalender Offset 0,00 Hours. Was soll das denn heißen? Auf jeden Fall, was die Aufgabe betrifft, wie gesagt, wir haben, warte mal, benannte Orte. Gruppenkeile haben wir nämlich jetzt doch da. Ich habe nämlich eben, wo ich noch auf der Arbeit war, geguckt, da gab es nämlich noch keine Gruppenkeile, genauso wie Arena. Arena ist jetzt auch da. Aber wir machen das Ganze in Gruppenkeile, weil da ist es halt definitiv noch am einfachsten. Es geht hier jetzt nur darum, benannte Orte zu finden. Ich werde euch das Ganze natürlich jetzt auf der Map zeigen. Wie ihr seht, ich habe den legendären Skin mir geholt. Ich habe ihn gesehen, habe ihn schon gefeiert. So, falls wir neue Zuschauer haben, unten der Passive-Code, ganz einfache Sachen. Alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Und quasi die nächste Zahl kommt bei 510 Abonnenten. Also wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, dann lass doch gerne mal dein Abo da. Würde mich freuen. Du hast natürlich auch was davon. Du kannst den Code gewinnen. Und da würde ich sagen, in dem Sinne ist ja gewonnen. Für beide dann. Ach, die Grafik, ey. Ich habe mich jetzt schon verliebt. Und noch was anderes, wenn jemand wissen will, wie das mit dem Code einlösen genau funktioniert, einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da habe ich auch ein extra Video zu gemacht. So, jetzt geht's um die benannten Orte. Wie man sieht, ich bin bis jetzt nur in Retail Row gelandet. Bei euch wird es wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie bei mir jetzt. Alle benannten Orte sind die mit dem Fragezeichen. Also im Prinzip, wenn ihr die Fragezeichen alles besucht, habt ihr es eigentlich schon geschafft. Warte mal, gerade durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, müssten eigentlich mehr als 10 Orte sein. Wir gehen jetzt trotzdem mal gerade hier hin. Ich muss halt auch aufpassen, dass ich jetzt nicht schon andere Aufgaben mache. Aber wir versuchen natürlich jetzt so schnell wie möglich erstmal die benannten Orte zu knacken. So, ja, hier haben wir schon eine Angel. Klasse. Aber wir sehen schon 2 von 10. Haben wir hier? Oh, nett. Die Farmers. Das mit den EP ist halt richtig geil. Du denkst halt wirklich, du sammelst halt die ganze Zeit EP. Aber in meinen Augen war das vorher auch schon so. Wir haben es halt nur nicht so mitbekommen. Jetzt, wenn man es angezeigt bekommt, ist natürlich direkt mehr Motivation, Kisten öffnen, alles Mögliche. So, jetzt gucken wir gerade mal nach den Orten. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes erstmal hier hin. Wie gesagt, überall, wo ein Fragezeichen ist, da hingehen, weil das ist natürlich dann ein benannter Ort. So, Fortbewegungsmittel weiß ich jetzt nur, dass es die Boote gibt. So, da vorne kann man anscheinend angeln. Aber wir wollen ja hier hin. Warte mal, kann man überall angeln? Interessiert mich jetzt einfach mal. Ihr seht selber jetzt, wie ich das erste Mal angel. Ah ja. Was bringt mir der kleine Fisch? Ah, Leben wahrscheinlich. Ja, mit dem Angeln gucken wir dann mal. Machen wir einfach mal ein anderes Video, würde ich sagen. So, dann gehen wir hier zu dem zweiten Ort. Wie gesagt, ihr seht ja jetzt, Lazy Lake habe ich gefunden, Retail Row habe ich gefunden. Jetzt gehe ich halt zu dem anderen Ort da unten. So, erst mal schwimmen. Das sieht so geil aus. Also jetzt mal ohne Quatsch. Wir dachten ja immer, Fortnite an sich sieht schon gut aus. Aber das hier übertrifft jetzt wirklich langsam alles. Ah, hier war ein Orientierungspunkt. Ah, Orientierungspunkte sind wahrscheinlich so Zwischenpunkte, nehme ich mal an, zwischen den Orten. Aber wie gesagt, ich muss ja selber erstmal in alles reinfinden. Deshalb verzeiht mir, wenn ich in den ersten hier die Woche einige Fehler.
der hat ja eine Rolle gemacht, Dosenwasser. Einige Fehler mache, aber ich versuche euch natürlich die Aufgaben so richtig wie möglich zu zeigen. Aber ich erkunde quasi selber gerade das Spiel. Aber ich will euch natürlich so schnell wie möglich auch die Aufgaben zeigen. So, da haben wir schon den dritten von 10 Orten entdeckt. Und wenn wir jetzt mal auf die Map gehen, sehen wir auch 1, 2, 3. Warte, jetzt zähle ich schon mal selber. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Orte haben wir nur. Okay. So. Jetzt lassen wir uns aber trotzdem mal sterben, weil dann holen wir nämlich die anderen zwei Orte auch schon direkt mit. Oder zwei kann ich mitholen, oder? Ja. So, gerade mal nochmal selber gucken nach den Herausforderungen. Lazy Lake. Ja, Orientierungspunkte, gut. Weil, wie gesagt, ich muss halt selber auch darauf achten, dass ich nicht alle Aufgaben schon fertig mache. Weil ich will euch natürlich auch genau zeigen können, wie das Ganze funktioniert. So, wir machen jetzt hier einfach mal die schnelle Variante. Ja, warum öffnet er sich automatisch? Wollte ich doch überhaupt nicht. Mal gucken, ob wir noch was angeln können. Hatte da schon was angebissen? Hast du mich so verguckt? Ah, das ist immer nur... Ah, wir können mit der Angel gehen. So, komm, sterb. Ich will die zwei Orte definitiv auch noch haben. Und ihr seht ja, es ist ein Selbstläufer. Einfach halt zu den benannten Orten gehen, die ihr noch nicht angezeigt bekommt, weil es bei euch halt logischerweise noch Fragezeichen sind. So, jetzt gehen wir hier nämlich auch noch hin. Wie ihr seht, alles ist grau. Komm, zeig dich. Danke. So, den Ort haben wir nämlich jetzt auch entdeckt. Ach, das Ruckel muss ich noch gucken, ey. Das ist definitiv wieder wegkrieg. Ja, bist du Hund. So, dann können wir direkt zum letzten Ort, den ich noch entdecken kann hier in der Runde. Direkt ab darüber. Und wie gesagt, so würde ich es halt an eurer Stelle auch machen. Gerade quasi, wenn ihr die Runde, wenn ihr keine Orte mehr entdecken könnt, geht raus aus der Runde und geht dann schon direkt ab zur nächsten Runde und sucht dann halt an den anderen Stellen. So werdet ihr natürlich am schnellsten die Orte entdeckt haben. Aber ich denke mal, wenn ihr ganz normal spielt, werdet ihr das sowieso schaffen. Aber ich zeige euch halt jetzt nur, wie die schnellstmögliche Möglichkeit ist. Von daher, im Prinzip ist die Aufgabe ja auch selbsterklärend. Aber gemeint sind halt hier die Orte, wo Namen sind. Nur am Anfang sind da ja noch keine Namen. Deshalb die ganz schnelle Erklärung. Was ist das? So, jetzt haben wir schon 5 von 10 Orten. Oh, schmeckt. Ich bin halt echt überlegen, ob ich nicht doch auf Tastatur wechseln soll. Komm, wo ist der Hund? Und so nicht.
nicht, mein Freund. Ach, das zählt auch. Okay. So, wie gesagt, geht dann raus aus der Runde. Wir gucken nämlich direkt, ob das auch zählt. Weil, nee, kann auch sein, dass sie das nämlich geändert haben, weil früher hat das gezählt. Ihr habt euren Fortschritt gehabt, seid aus der Runde rausgegangen, habt trotzdem den Fortschritt gehabt. Das will ich mich jetzt gerade selber auch für mich wissen. Ja, alles klar. Ja. Weg. So, Herausforderung, neue Welt. Also zählt definitiv. Also ihr könnt quasi in Gruppenkeile reingehen, macht die Aufgabe, geht wieder raus und schon habt ihr es geschafft. Wenn ich euch mit dem Ganzen helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Ihr helft mir, ich helfe euch mit eurem 10 Euro PSF-Code. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.